Guten Abend, geschätztes Publikum. Ich bin total überwältigt. Selber Musik gemacht habe ich schon manchmal vor so vielen Leuten, aber geredet habe ich noch nie vor so vielen Leuten. Es freut mich außerordentlich, dass so viel Publikum unser Jubiläumskonzert kommt hören. Besonders freut habe ich natürlich auch, dass einige Personen da sind, die ganz viel dafür gemacht und gearbeitet haben, dass wir das Jubiläum heute so dürfen feiern. Es sind das ehemalige Musikschulleiter, Präsidentinnen und Präsidenten und einige Personen in anderen früheren Funktionen, die mitgeholfen haben, die Musikschule aufzubauen und immer wieder zu entwickeln, wie wir sie heute zu haben. Auch unsere gesamte Gemeinderat, Schule in der Volksschule, Gäste von anderen benachbarten Musikschulen sowie Medienvertreter von Mettibucher Anzeigen aus der Wochenzeitung begrüßen ganz herzlich am Konzert. Der Einzug, den wir mit Little Drummerboy gemacht haben, ist ein amerikanisches Weihnachtslied aus dem Jahr 1941 von der Patrick Davis. Und es erzählt die Geschichte von einem armen Buben, der es nicht hat vermögen, im Neugeborenen Jesus ein Geschenk zu machen und ihm darum ein Ständchen mit den Trommeln gebrungen hat. Auch wir haben da in den letzten 50 Jahren Geschichte geschrieben. Und zwar hier von der Musikschule. Es ist eine sehr erfolgreiche, bewegte und aber eine wunderbare Geschichte. Auch unsere Musikschule hat schon viele Buben und manches Mädchen gehabt, die als Kind angefangen haben, ein Instrument zu spielen oder zu singen und das heute noch mit Leidenschaft und Freude in einem Verein oder sonst in einer Gruppe als Hobby macht oder einfach für sich
weil die Zeit ist gut. Und ich glaube, es sind ganz viele Männer und Frauen, Männer sind Mannes heute zu finden, die selber Mannen unterbrechen, aber sie haben sie schon gesucht. Diese Geschichte werden wir heute ganz speziell zusammenfinden. Aber vier Jahre eigentlich schon, das ganze Jahr 2022, das 50 Jahre Jubiläum. Der Uli Winkler hat extra dafür ein Lied geschrieben. Nämlich das, was er jetzt gerade hat, vor einem von ca. 170 mitwirkenden Kindern und Jugendlichen aus den Schülerinnen und aus den Schülern dürfen hören. Diese Melodie hat uns das ganze Jahr gehört, schon begleitet. Und es ist in ganz verschiedenen Varianten an unseren Konzerten und alles zu hören gewesen. Aber das, was wir vorher gehört haben, das war eine Premiere gewesen. Das haben wir nämlich nicht einmal geprobt. Und mit so vielen verschiedenen Instrumenten, inklusive Gesang, ohne das vorher zu proben, das ist schon gerade mal eine grosse Aussage. Als nächstes hört ihr jetzt zwei Stück von den alten Baselschulen. Das sind Klarinette, Saxophon, Querflöte und Oboe-Schülerinnen und Schüler von Thomas Arnett, der Ernst Kollegskolau, der Linja Bergami, Thomas Unternehmer. Und sie spielen gemeinsam zwei Stück. Nämlich, es wird schon eine Gruppe, das ist ein österreichisches Weihnachtslied. Mit einem Text von Anton Reidinger. Die Melodie ist nicht so klar bekannt, aber die geht viel, viel zurück auf ein Kirchenlied aus dem Jahr 1677. Und das zweite Stück ist das bekannte spanische Weihnachtslied Feliz Navidad. Ich wünsche viel Glück. Thank you.
Keine Angst. Erzählen wir jedes Mal zwischen den Stücken so viel verloren. Unsere Schweizer Örgeli, die wir als nächstes hören. Wir erleben in den letzten Jahren einen regelrechten Lauf. Momentan ist es die grösste Instrumentengruppe an der Musikschule. Und die Schülerinnen und Schüler werden zu denen eher so unterrichtet. Wir helfen das gerade als Paar können anstellen. Nämlich Marianne und der Beate Scheidt. Und weil alle Gruppen nur ein kleines Zeitfenster für ihre Auftritte bekommen haben, haben sie mit ihren 35 Schweizerinnen und Schülerinnen und Schülern einen ganzen Strauß von bekannten Volkstümern und traditionellen Melodien zusammengestellt und spielen aus diesen kurzen Ausschnitten. So hören wir Umstoß, Traumbürger, Dolphin, Schöntaler, das Zürnhäuschen, Espadrille und was ist das für eine Nacht? Ich wünsche heute einen Verhalt mit der Schweizer Örgel und der Musikschule im ersten Mal. Barbara.
schon geredet, aber der Tom, Katrin, die Gitarre, Tom und der Hintergrund, die Richtung. Als nächstes hören wir nämlich die Gitarre. Und mit der Gitarre kommen wir zu einem ganz feinen Instrument, das aber gerade in der Kirche wunderschön tönt. Schülerinnen und Schüler von Pascal Klinger spielen ebenfalls zwei Stück, die verschiedenen Besetzungen. Das erste ist ein Weit bis Me, ein englisches Abendlied, 1861, geschrieben von William Henry Monk. Die Melodie ertönt auch von der Familie Als zweites spielen sie uns von Simon Lafranco, Melodie von Wolfgang Sommer, Sound of Silence, was so viel heisst, wie Klänge der Stimme. Wir sind jetzt die körperlichen Klänge und die Klänge der Stimme vor dem Ende von der Gitarre. Thank you.
der Vortrag kommen wir fast zu den jüngsten, aber das ist schon. Und zumindest zu denen Kindern, die mit dem Aufrüsten produzieren, die Fach müssen sich unterlegen. Der Einstieg ist bald von Vielfalt Musikwelt wagen. Sie lehren das Lobsystem von uns zu wissen, die verschiedenen Töne, der Rhythmus dazu und einfach alles, was es kommt, damit die Musik später, egal wo man ein Instrument, eben so schön hört, wie das Leute dürfen hören. Die erste Gruppe, die sich bereit gemacht hat, da vorne zu steigen, sind die Musikschülerinnen und Schüler von Essenspack in Winken. Und sie werden unterrichtet von der Lilia Bergamo und aus dem Gruppen zu Winken. Auch Winken hören wir zwei Stück. Als erstes das Klingelingeling von der Cecilia Roske. Und als zweites ist dann von William Kirkpatrick ein Wein in der Mannschaft. All das ist ein englisches Weihnachtslied, was sinngemäss etwa so viel heisst wie fernab in einer Unterkrippe. Viel Vergnügen mit unseren Emotionen von erstes Land kommen. Auch weitere Personen, die an verschiedensten Anlässen
die die Musikschule dort wirken und gehofft haben, dass sie jetzt ganz haben. Ein besonderer Dank an dieser Stelle, wichtig für unseren Musikschulleiter, Beat Felser. Er moderiert die Kulturschule, nein, er führt auch unsere Musikschule mit grossen Geschichten und hat zusammen mit seinen Helferinnen und Helfern in den vergangenen Wochen einen grossartigen Anlass auf die Fenster. Herzlichen Dank, Herr Felser. Musizieren.
immer wieder den richtigen Ton zu treffen. Das möge auch uns für die nächsten Jahrzehnte begleiten. Und damit freuen wir uns, dass wir sind nicht da zum Dörthofen, sondern wir beide zusammen feiern und uns vorzugehen. Für die Gratulationen und die wohlwollenden Worte. Und selbstverständlich besuchen wir noch die nächsten 50 Jahre, wo es noch von Landes gibt. Ein Musikschulbetrieb, der für alle da ist und wo alle mitmachen und uns alle Freude haben und Freude an der Musikschulbetrieb geben. Wir fahren musikalisch weiter mit der zweiten Gruppe, die ich bin. Nämlich mit den Schülerinnen und Schülern aus Marbach. Sie haben in den Lehrpersonen Friedrich Wien, Bernhard Wicker und Urs Marbeck das Lied «In einem Krippelein» von Andreas Wittkopf vorbereitet. Und wir freuen uns jetzt auf die Karriere vorbereitet. Was sicher auch in den meisten Fällen ein Begriff ist.
nach dem Lebjahr formuliert ein Druckbild vom Mobil. Jetzt kommen wir zu einer Gruppe, wo wir mit Kindsung schon einen Teil davon gehört haben, nämlich zu den Blechblasinstrumenten und zu den Schlagzeugen. Das sind Instrumente wie Kornett, Tete, S-Horn, Bariton, Euphonium, Posaune und eben Schlagzeug. Die Lehrpersonen, die die Instrumente unterrichten, sind der Martin Bieri, der Uwe Dicker, der Ralf Marx, Damien hat am Jubiläumskonzert nur Gruppenvorträge einplanen können, ist es natürlich so, dass wir jetzt das Klavier da haben. Und denen, die das nicht haben, empfehle ich von Herzen einen von den nächsten kleineren Musizierstunden, die den Auftritt von der Musikschule zu sehen. Von den Blechblasinstrumenten und den Schlagzeugen hören wir bald zwei Stücke in verschiedenen Besetzungen. Das erste ist der Frosty Snowman, der
Robert Ramskill für die Besetzung arrangiert worden ist. Und das zweite Stück ist das Trumpet Tune, eine englische Melodie aus der Barockzeit von Henry Purcell. Viel Vergnügen! Man hat die Schüler schon diverse Fernsehen.
gesehen und sie haben es mal schon mit zwei mitgebildet. Wir sind natürlich sehr stolz, dass der Bund ein Teil von unserem Ausschuss ist. Und danke den Leuten, die Seimel und seinen Helferinnen und Helfern im Hintergrund von Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz, damit solche Fälle überhaupt möglich werden. Vom Schüler Jugendfonds hören wir einen Song, wo den meisten noch aus der Kurvenwerbung bekannt sind. Es ist nämlich der Song Asap. Und der Kurven hat auch vor ein paar Jahren in der Werbung gebraucht. Das Lied Asap ist ebenfalls aus den Federn von dem Team Gabenzin Schwindecker, der eben auch den Schweizer Kurven abgibt. Jetzt wünsche ich euch die Unterhaltung mit dem Schüler So, und jetzt nähern wir uns mit grossen Schritten eben dem Finale und kommen zum Schluss von diesem Jubiläumskonzert.
Aber vorher wird die Bildung Gelegenheit nutzen, um auch mal ein paar der Leute danken zu können. Halbe voran in der Margrit und in Franz Grumbacher, da haben wir die Hilfe, die uns in allem unterstützt haben, sei es mit Proben oder wenn kann man noch irgendwas, kann man noch schieben, was, wo, wo oder wenn, in allen Bereichen im Vorfeld. In Sigmund Schneider, der uns wieder einen Livestream eingerichtet hat und Aufnahmen macht, damit alle eine wichtige Erinnerung haben, die man auch noch machen kann. Den beiden Hauswänden, Markus Schalden und Markus Zemp, auch sie haben uns jetzt in diesem Anlass in der Nachhaltigkeit unterstützt und helfen uns nach ein Jahr aus bei unzähligen Anlässen immer wieder mit Wohlwollen und Einsatz. Und Mike Zemp möchte ich Danke sagen für die elektronische Anlage und seine Flexibilität, wenn manchmal nicht von Anfang klar ist, was es alles braucht. Unsere Kommission möchte ich Danke sagen, die den Basiskurs organisieren und uns ist sehr aktiv, die muss ich schon hören und wirklich lernen schreiben. Allen Eltern, die die letzte Zeit viel Flexibilität gebraucht haben, zu organisieren, weil alle Kinder und Jugendlichen, die da mitgemacht haben, zum Teil mehr Proben haben oder anders zu anderen Zeiten. Wie man weiss, muss man heute alles in der Ebene organisieren. Danke vielmals. Den Medienvertreter, Berichterstatter und einfach alle, die wir zu vergessen haben, die etwas zu dem Klingen von diesem Jubiläum beitreten. Und der grösste Dank natürlich, das ist in allen euch, liebe Kinder und Jugendliche, liebe Musikantinnen und Musikanten, liebe Sängerinnen und Sänger, in euch allen auf der Lehrpersonen, die sind die gesehen, die uns das wunderbare Jubiläumskonzert beschert haben. Danke vielmals und nochmal einen herzlichen Applaus. Und jetzt eben kommt das grosse Finale. Und für das würden wir jetzt eben euch merken lassen. Ihr zeigt im Programm zwei Lieder. Das eine ist «Komm, wir werden das Licht anzünden» und «Komm, wir werden das Leben». Und das zweite, das ist der Stern von Bethlehem von Paul Burkhardt. Die zwei Lieder werden wir jetzt mit euch, liebes Publikum, gemeinsam singen. Ich weiss, es ist ein bisschen geschrieben. Und die, die am Handy eine Lupenfunktion haben, zeigt doch hier vorne. Jetzt können wir die brauchen. Und die anderen, die ist echt wie Röhre. Und sonst können wir vielleicht noch die Lesebrille reinbringen. Wir werden begleitet von einem Lehrerensemble. Das ist der aus der Lydia Bergami, der Thomas Sommer, der Mozart, der Elis Kovetschkova und Uli Hilfe. Bevor wir so die Gesangsführung übernehmen und zeigen wir das Ganze, also den Chor und das Ensemble und euch dirigieren. Und ich möchte euch jetzt einfach herzlich einladen, singt kräftig mit und hilft das Konzert wunderbar abschließen. Musik tut gut, ist gesund und gibt gute Laune. In diesem Sinne, herzlichen Dank für euren Besuch. Eine besinnliche Adventszeit, eure Weihnachtswelt und gerne in einer anderen Gelegenheit mit der Musikschule, erstens mal Marbach. Auf Wiedersehen.